Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, vor einem Jahr hat Russland mit einem Angriffskrieg den seit vielen Jahren bestehenden Konflikt in der Ostukraine eskaliert. Und es gilt, was ich genau vor einem Jahr hier sagte. Wir verurteilen diesen Krieg, wir verurteilen Gewaltanwendung. Krieg und Gewalt darf kein Mittel zur Durchsetzung eigener Interessen sein. Wir hier in Deutschland müssen die Grausamkeiten dieses Krieges nicht erleiden, doch schon die Bilder aus der Ukraine sind schrecklich genug, um zu wünschen, dass der Krieg besser heute als morgen ein Ende hat. Und unsere nationalen Interessen, denken wir an Nord Stream oder die PCK, und die zunehmende Gefahr einer Eskalation bis hin zu einem neuen Weltkrieg, machen den Wunsch nach raschem Frieden nur noch drängender. Doch nach raschem Frieden sieht es nicht aus, im Gegenteil. Die Fronten haben sich verfestigt und nach einem Jahr und womöglich Hunderttausenden Toten und Verletzten ist eine Entspannung nicht in Sicht. Mit dem Wunsch nach Frieden ist es nicht getan. Wie also kann der Krieg beendet werden? In Deutschland setzen viele, vor allem in der Politik und in Medien, auf eine militärische Entscheidung. Die Entscheidung wird eher auf dem Schlachtfeld fallen als im Kopf von Putin, prognostizierte Vizekanzler Robert Habeck gestern im Fernsehen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius unterstützen Waffenlieferungen und forderten auf der Münchner Sicherheitskonferenz gleichlautend, die Ukraine muss gewinnen. Diese Forderung wurde vor wenigen Tagen von der Soziologin Eva Illus in der Wochenzeitung Die Zeit mit dem Wunsch nach einem totalen Sieg der Ukraine auf die Spitze getrieben. Aber wie realistisch ist diese Möglichkeit angesichts des Kriegsverlaufs? Wie realistisch ist sie überhaupt im Kampf mit einer Atommacht? Und ist es nicht vielmehr notwendig und angesichts der Historie des Konflikts auch gerechtfertigt, nach einer Verhandlungslösung zu suchen, wie es zum Beispiel Friedensnobelpreisträger Henry Kissinger schon im Sommer letzten Jahres angeregt hatte? Eine deutliche Mehrheit der Deutschen nimmt jedenfalls diese Position ein und befürwortet nicht militärische, sondern weit mehr diplomatische Anstrengungen. Über 600.000 Menschen haben das am 10. Februar veröffentlichte Manifest für den Frieden von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer unterzeichnet. Sie wenden sich gegen die Eskalation der Waffenlieferungen und sprechen sich für einen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen aus. Viele werden heute nach Dresden fahren, viele werden morgen in Berlin demonstrieren und ständig demonstrieren Menschen für den Frieden an vielen Orten in Brandenburg. China hat heute einen Vorschlag für Friedensverhandlungen unterbreitet. Bereits am 2. Februar schlug die AfD im Bundestag eine deutsche Friedensinitiative mit Sicherheitsgarantien für die Ukraine und Russland vor. Gemäß dieser Initiative sollte eine Feuerpause für die Dauer von mindestens 90 Tagen, die zeitnahe Entflechtung der beteiligten Truppen und ein Zugang für humanitäre Hilfsorganisationen in alle umkämpften Gebiete vereinbart werden. Nachfolgend sollten die Kriegsparteien zu umfassenden und weitreichenden Waffenstillstandsverhandlungen bewegt werden und ein Friedensabkommen könnte den Rückzug russischer Truppen, die Einrichtung von UN-Mandatsgebieten und Referenden über die Staatszugehörigkeit der russischsprachigen Gebiete sowie eine privilegierte EU-Mitgliedschaft der Ukraine ohne NATO-Mitgliedschaft beinhalten. Der erste Schritt wäre, die politische, die militärische und die finanzielle Unterstützung der Ukraine an die Verhandlungsbereitschaft Kiews zu ernsthaften Friedensgesprächen zu knüpfen und auch gegenüber Russland Gesprächsbereitschaft einzufordern. Sehr geehrte Damen und Herren, und der Ihnen von uns vorgelegte Entschließungsantrag korrespondiert mit dieser Friedensinitiative aus dem Bundestag und mit dem Friedensappell von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer. Und mit Worten aus diesem Appell bitte ich Sie um Unterstützung für unseren Antrag. Verhandeln heißt nicht kapitulieren, verhandeln heißt Kompromisse machen auf beiden Seiten mit dem Ziel, weitere Hunderttausende Tote und Schlimmeres zu verhindern. Ich danke Ihnen. Abonnieren Sie unseren Kanal. Und falls unser Kanal mal gelöscht oder gesperrt wird, alle Beiträge finden Sie auch auf Telegram. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.